Was muss ein Hotel auf jeden Fall haben, um in Deutschland als offizielles 4-Sterne-Hotel geführt zu werden? Heizung. Also es ist so, bei uns im Land gibt es da schon Regeln, die sind sehr eindeutig. Das ist nicht überall in Europa und auf der ganzen Welt schon gar nicht so. Aber immerhin machen ja 27% von uns allen am liebsten daheim Urlaub. Und da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen was über ein 4-Sterne-Hotel weiß. Ist da ein Kosmetikspiegel im Zimmer? Das ist, glaube ich, ein 5-Sterne. Leselicht am Bett. Nee. Bibel im Zimmer. Am Bett immer. Mhm. 24 Stunden besetzte Rezeption. Sessel oder Couch mit Beistelltisch auf dem Zimmer wäre noch ein Angebot also, von uns. Bei 24 Stunden besetzte Rezeption bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein 5-Sterne-Hotel ist, weil 4 Sterne plus hat das definitiv nicht. Also ein Leselicht am Bett habe ich eigentlich in jedem Hotel vorgefunden, muss ich sagen. Irgend so ein Lämpchen. Die Bibel könnte ich mir schon vorstellen. Aber Sessel oder Couch mit Beistelltisch auf dem Zimmer? Nö, das ist nicht in jedem. Also ich weiß nicht, also, 4 Sterne. Ich sagte es schon, es gibt kein weltweites Klassifizierungssystem, aber es gibt Vorschriften für 4 Sterne in Deutschland. Ab jetzt, was gehört dazu, was nicht? 10 Sekunden. Ja. Nach links, was dahin muss ins 4-Sterne-Hotel. Nach rechts, nein, was nicht das sein ja, muss. Leselicht am Bett doch auf jeden Fall. Und das auch, ja? Ja. Kosmetikspiegel im Zimmer bei 4 Sternen muss sein. Da können Sie sich drauf verlassen. Richtig gemacht, 100 Euro. Ein Leselicht am Bett. Stirnlampe ist nicht. Ist ebenfalls vorgeschrieben, wenn man 4 Sterne haben möchte für sein Hotel. Das kann man auch erwarten. Die Bibel im Zimmer ist kein Muss. Es ist, wenn man das Nachtkästchen aufmacht, noch oft der Fall, aber kein Muss. Nach diesem Klassifizierungssystem, nach unserem nationalen in Deutschland. Aber die 24 Stunden besetzte Rezeption, die ist natürlich schon wichtig. Aber beim 4-Sterne-Hotel sind es nur 16 Stunden. Die andere Zeit sollte aber jemand erreichbar sein. Okay. Guido hat das schon erfahren wohl. Sessel oder Couch mit Beistelltisch beim 4-Sterne-Hotel Standard. Ist richtig. 400 Euro für Alice und Guido. In der Freizeit- und Reiserunde. Also wissen wir jetzt, auf was wir uns verlassen können, wenn wir im eigenen Land Urlaub machen und 4 Sterne gebucht haben, dann ist das mindestens drin.